Das Bündnis Sahra Wagenknecht ist neben der AfD die große Gewinnerin der Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Aus dem Stand fuhr die Partei zweistellige Ergebnisse ein. Die Thüringer CDU hat nun die Aufnahme offizieller Sondierungsgespräche mit dem BSW und der SPD beschlossen. Und auch in den anderen beiden ostdeutschen Bundesländern führt kein Weg an den Newcomern vorbei. Doch für SPD und CDU sind vor allem die außenpolitischen Positionen von Sahra Wagenknecht eine echte Herausforderung. Der Ukraine-Krieg und der Umgang mit Russland. Mario Vogt will Ministerpräsident von Thüringen werden. Dafür muss er in den sauren Apfel beißen, heißt Sondierungsgespräche nicht nur mit der SPD, sondern auch mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Etwas anderes bleibt ihm nicht übrig. Eine Koalition mit AfD oder Linkspartei hat die CDU grundsätzlich ausgeschlossen. Begeistern können sich für das BSW in der CDU wenige. In zentralen Themen wie der militärischen Unterstützung der Ukraine trennen die beiden Parteien tiefe Gräben. Deswegen ist es natürlich schwierig, jetzt mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht reden zu müssen. Aber es ist auch staatspolitische Verantwortung. Denn wir wollen nicht, dass jemand, der wie Björn Höcke in einer Konzentrationslager-Gedenkstätte Hausverbot hat, dass solche Leute Verantwortung in Deutschland übernehmen. Und deswegen geht es auch darum, dass wir dafür arbeiten, dass Mario Vogt Ministerpräsident wird. Das heißt aber noch nicht, dass es deswegen auch eine feste Regierungszusammenarbeit gibt. Aber miteinander reden, das ist in dieser Lage schon aus staatspolitischen Gründen notwendig. Keine Koalition also, sondern vielleicht eine Duldung. So hatte sich kürzlich auch CDU-Chef und Kanzlerkandidat Friedrich Merz geäußert. Auch in Sachsen kommt die CDU am BSW nicht vorbei. Die aktuelle Kenia-Koalition mit SPD und Grünen hat keine Mehrheit mehr. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer will offen in Gespräche mit dem BSW gehen. Eine Minderheitsregierung möchte er vermeiden. Kein Wunder also, dass die junge Partei nach 3 erfolgreichen Landtagswahlen vor Selbstbewusstsein strotzt und ihre Forderungen an zukünftige Koalitionspartner noch einmal klarstellt. Sich laut ausspricht für mehr Diplomatie im Ukraine-Krieg und sich auch ganz klar positioniert gegen die Stationierung der US-Mittelstreckenraketen. Denn auch in Brandenburg ist es so, genau wie auch in Thüringen und in Sachsen, dass eine ganz große Mehrheit der Bevölkerung das klar ablehnt, weil sie sehen, dass dadurch die Kriegsgefahr steigt. Für Dietmar Woidkes SPD dürfte diese Forderung zum handfesten Problem werden, hatte doch der eigene Kanzler die Stationierung der amerikanischen Waffen in Deutschland vereinbart. Ohne das BSW hat die SPD allerdings keine Mehrheit im Landtag. Auch in Brandenburg spielt die junge Partei also eine Schlüsselrolle bei der Regierungsbildung.